Leute, ich sehe genauso aus wie in dem Video gestern. Das liegt daran, dass ich gerade beide Videos gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber nacheinander drehe. Und zwar geht es diesmal um das Project Pen Kosmetik. Und zwar habe ich hier meine zweiseitige Liste. Ich denke mal, die nächste Liste wird auch wieder zweiseitig, weil ich habe nämlich schon eine neue Liste, die ist schon wieder dreiviertel voll. Ich habe ganze 5 Produkte aufgebraucht. Und deswegen sieht meine Kiste, sie geht perfekt zu, sieht die Kiste nur noch so aus. Und wir gehen jetzt mal durch, was da genau leer ist. Und ja, als allererstes auf der Liste, also ich gehe die Liste wieder durch, damit ich nichts vergesse. Und zwar als erstes habe ich den Catrice Lip and Cheek Color. Man sieht jetzt so noch gar nichts, wenn ich es zu habe. Und wenn ich es aufmache, nur ganz wenig. Man sieht eine Kuhle. Ich benutze es nur noch mit Pinsel als Lip Color, weil ich finde, für die Wangen ist die Farbe einfach nichts. Sie wird fleckig auf den Wangen und für die Lippen super gut. Eine super Grundlage für den Lipgloss, den ich immer mit benutze. Und auch an sich eine schöne Farbe. Ich finde, das ist so eine Your Lips But Better Farbe, weil es nicht so krass knallig ist. Wird wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern, bis ich es leer kriege. Dann etwas, wo ich dachte, dass es eigentlich schon leer wird. Und zwar der Manhattan Water Flash Lip Gloss in der... Ach, den gibt es eh nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Rot. Und so sieht der aus von der Farbe her. Ja, er ist definitiv recht leer. Es kommt nicht mehr ganz so viel Produkt raus, aber es kommt noch Produkt raus. Und er wird bis nächsten Monat definitiv leer sein. Ich werde einen anderen Lipgloss zusätzlich mit in die Kiste danach werfen, wenn er leer ist. Und ja, werde dann nach und nach meine ganzen Lipglosse dann langsam aber sicher, wie soll ich sagen, aufbrauchen. Dann habe ich den Rival de Loup Perfect Tint Finish leer gemacht. Das ist ja eine Make-up-Base. Und ja, sie ist leer geworden und ich fand sie am Anfang recht gut, als ich sie angefangen habe zu benutzen. Dann hatte ich sie ja nebenher gelegt und jetzt am Ende muss ich echt sagen, es ist schrecklich. Es ist ein super ekelhaft silikoniges Gefühl gewesen. Ich habe andere Make-up-Bases, die besser sind, die sich besser anfühlen und ja, kein Nachkaufprodukt. Dann etwas, ja... Es war mir klar, dass es nicht leer wird, aber man sieht auch einen kleinen Fortschritt. Und zwar, man sieht ganz minimal eine Kuhle, jetzt hier in dem Licht fast gar nicht, aber man sieht auch, dass das ganze Muster weg ist. Und zwar ist es der Essence Lidschatten Hyped Up. Ich habe ihn heute auch kombiniert mit einem schwarzen Lidschatten drauf. Ich benutze ihn wirklich jedes Mal. Ich kombiniere ihn halt entweder so oder ich trage ihn einzeln. Er wird und wird einfach nicht leer. Man sieht halt, dass... Ja, es tut sich was, aber 2,5 Gramm Lidschatten braucht halt seine Zeit. Dann auf meiner Liste das nächste ist das Soft Mousse Make-up von Essence in der Farbe Matte Ivory. Es ist leer geworden. Es war klar, dass es eigentlich leer wird, weil da war ja wirklich nur noch der untere Rand drin. Ich finde es schrecklich, es ist definitiv kein Nachkaufprodukt. Ich bin eher ein Fan von Flüssig-Make-ups, deswegen werden meine Mousse-Make-ups jetzt erstmal in den Project Pen-Videos vorkommen. Wobei ich das von Catrice recht gut finde. Dann von Essence die Maximum Volume Mascara. Ist auch leer geworden. Ich muss sagen, sie war recht gut, es war halt nicht wasserfest. Und wer unbedingt eine günstige Mascara haben möchte, die nicht wasserfest ist, dann ist die gar nicht mal so schlecht. Sie hat halt jetzt am Ende überhaupt nicht mehr funktioniert. Es kam zwar noch ein bisschen Produkt raus, aber es war so wenig Produkt, dass man einfach dreimal so lange da gesessen hat oder gestanden hat, je nachdem. Je nachdem halt. Es lohnt sich einfach nicht mehr, wenn man kaum Produkt noch rauskriegt. Und dadurch, dass ich so viele Mascaras habe, ist sie einfach in die Tonne gewandert. Und ja. Dann als nächstes ein Essence Eye Pencil in der Farbe 01 Black. Und zwar der schwarze Kajal.
Ich glaube, er ist auf die Hälfte geschrumpft, circa. Man kann nur noch das Essence-Logo lesen. Und ja, man kann noch halbwegs erkennen, dass es die Farbe Black sein soll, aber nicht mehr welche Nummer. So sieht er ohne Kappe aus. Mit Kappe würde ich halt wirklich sagen, ja. Also man sieht, er ist deutlich kleiner geworden. Denke, er könnte leer werden, aber ich bin mir nicht sicher. Dann als nächstes ist das Kompaktpowder von Essence leer geworden. Ja, das war, obwohl da recht viel drin war, nicht ganz so ergiebig, wie ich eigentlich noch dachte, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass da sowieso schon ein Hitzepen war. Ja, das war mir eigentlich klar, dass es das leer wird. Und als allerletztes habe ich auch ein Produkt, wo ich echt dachte, es wird leer, aber es ist einfach nicht leer geworden. Ich weiß nicht, was da los ist. Da kommt noch so viel Produkt raus, was eigentlich ja gut ist, wenn man es benutzt. Aber wenn man es leer kriegen will, weil man noch andere Produkte im Schrank hat, ist es manchmal ein bisschen nervig. Und zwar ist es der Stay All Day Concealer von Essence. Ja, er geht halt leer, aber es ist halt immer noch sehr, sehr viel drin. Für das, dass er halt zwischendrin fast aufgegeben hat. Ich konnte mich heute wieder komplett damit schminken und diese 7 ml sind wirklich ergiebig und sie sind recht deckend. Ich finde aber, es gibt deckendere Concealer und wenn man richtig mit Augenringen kämpft, ihr seht ja, ich habe immer noch leichte Augenringe trotz des Concealers. Er ist okay. Ja, aber ich fange an, wieder mehr eine Review zu machen. Und ja, das war die alte Liste. Ich habe schon mal die neue Liste angefangen mit den Produkten, die ich ja, da jetzt rein tue anstattdessen. Ich habe hier eine kleine Kiste. Und zwar habe ich nochmal das Essence Matte Mousse, also dieses Mousse Make-up, gefunden. Und da ist noch deutlich mehr drin als in dem alten. In dem anderen und ja, man sieht hier wirklich deutlich mehr als in dem anderen drin. Ich finde es einfach, ich finde das Make-up sowieso grottenschlecht. Ich werde mich dadurch kämpfen. Ich hoffe, es wird leer. Ich werde es überwiegend, also ich werde es ja benutzen, täglich oder fast täglich zumindest. Und ja. Dann als zweites ein Puder. Hier seht ihr auch so ein bisschen, in welcher Reihenfolge ich die Sachen leer gemacht habe. Und zwar bei dem Puder ist sogar noch die Folie drauf, die werfe ich jetzt weg. Und zwar ist das hier ein P2 Puder. Und zwar dieses Nearly Nude Puder. Es war halt, es ist halt noch voll. Ich habe es jetzt noch nicht angefangen zu benutzen, habe erstmal meinen Manhattan Puder weiter benutzt, aber ich möchte mir das Manhattan Puder halt für den Schluss aufheben, damit ich es halt noch habe und nicht vergesse, dass das mein heiliger Gral ist. Ja, wie gesagt, da ist halt so ein Spiegel drin. Und es ist noch komplett voll. Ich denke nicht, dass ich es jetzt innerhalb von einem Monat aufbrauchen werde. Da sind 9 Gramm drin und ist in der Farbe 010 Nude Feather. Dann als nächstes die Prime and Fine Pore Refining Anti-Shining Base von Catrice. Es ist so eine Creme, so eine weißliche Creme. Ich finde die grüne davon total schrecklich. Habe ich momentan bei meinem Freund, weil ich da auch mich halt ab und zu schminke. Ja. Die werde ich jetzt erstmal leer machen. Ich finde es schade, dass ich die grünen momentan nicht hier habe, weil durch die muss ich mich echt durchkämpfen. Und ja, da sind 30 Milliliter drin. Und ich glaube, sie ist noch fast voll. Und ja, ich denke mal, sie wird zwar angenehmer sein auf der Haut als die andere. Aber ja, das wird auch so eine Sache. Mir fällt gerade auf, dass ich eine Sache übergangen habe, was leer gegangen ist. Und zwar der Essence Stays No Matter What Eyeliner ist auch leer geworden. Es war ja so ein Filz-Eyeliner, deswegen war mir eigentlich recht klar, dass der auch in einem Monat leer wird, weil die meistens nicht so lange halten. Und anstattdessen habe ich den Essence Eyeliner Pen Extra Long Lasting. Jetzt hier, die Spitze ist schon leicht angefangen
und also leicht ramponiert vorne, nicht sehr. Also habe ich den schon mal benutzt. Ich weiß nicht, wie lange er halten wird. Ich denke aber trotzdem, bis Ende des Monats ist er leer. Und als letztes, was dazu kommt, ist die Essence Lash Princess False Effect Mascara. Ja, False Lash Effect Mascara. Sie hat ein kegelförmiges Bürstchen. So sieht das Bürstchen aus. Ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht, ist halt nicht wasserfest. Und ja, ich werde sie jetzt leer machen. Und ich denke auch, dass diese auch leer wird. Denn ich muss echt sagen, ich habe sie vorher auch schon ein Vierteljahr schon benutzt. Und ja, dann ist die Kiste wieder so voll, dass ich sie nicht zukriege. Und sieht momentan etwas ungeordnet aus. Die Liste werde ich wieder übertragen, dass es wieder nur eine Liste ist. Und dann werden wir uns nächsten Monat wahrscheinlich darüber freuen, dass ich einen anderen Concealer und einen anderen Lipgloss mit reinnehme. Und ich denke nicht, dass diesen Monat ja auch wieder fünf Produkte leer werden. Ich hoffe natürlich, dass drei Produkte leer werden, besonders das Smooth Maker, weil ich es loswerden will. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche.